Schwerin, Endergebnis 26 zu 27. Ich darf beide begrüßen, den Gästetrainer Johannes Brotmann und natürlich Heimtrainerin Ute Lemmel. Ja, Hannes, die erste Frage geht an dich als Gast. Herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, muss man ja so sagen. Es war dein erstes Derby, erzähl mal, zumindest im Frauenbereich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an unsere Fans, die uns super unterstützt haben. Ja, es war zu vornherein klar, dass es ein ganz, ganz schweres Spiel wird. Ich denke, es war ein Spiel auf hoher Augenhöhe, mit viel Kampf, mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft. Am Ende vielleicht ein bisschen glücklich für uns, aber wir nehmen gerne die zwei Punkte mit. Ich habe gerade erfahren, dass Rostock sehr, sehr lange hier nicht verloren hat und bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir das Spiel gewonnen haben. Erstmal Glückwunsch an Schwerin. Ich denke mal zum Schluss auch verdient gewonnen. Auch wenn ich sagen muss, ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, wo sie nach dem doch 3 Tore Rückstand oder 4 Tore dann doch nochmal wiedergekommen ist. Und ja, was wäre, wenn der letzte Ball ins Ausgeht, nicht ins Ausgeht, sondern ins Tor aus, hätte man die Chance noch gehabt. Aber das, ich denke mal, war ein rassiges Derby hier. Wir haben leider in der entscheidenden Phase zwischen der 42. und 50. Minute zu viele einfache Fehler gemacht, wo sich dann Schwerin entscheidend absetzen konnte und davon haben wir uns nicht wieder erholen können.